Genau das habe ich gemeint. Über den Blitz. In seinem Blitz. Da kommt Jax. War aber ein schlechter Gang. Keine Vorankündigung, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Erstatte Meldung. Ich hätte mich da noch ein bisschen absichern, ich hätte zu hoffen. Ich werde die Gegend ausspähen. Dominieren. Also das Gefühl, dass die mich auch gleich ganken. Bewaffnet und bereit. So, ich habe jetzt hier ein Mapfishing vom Fenster mit den ganzen Pilzen. Ein Gegner wurde getötet. Wieder ein erfolgloser. Okay, ich muss jetzt zwar mein Spell rausholen. Also ist schon okay. Da kommt die Elise hoch. Da kommt sie. Ja, dann. Oh, krieg ich da noch einen? 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 Jawoll, ich hab ihn noch bekommen. Und da kommt mein ganzes Team. Killt die Elise. Super geiler Gank. Da kommt sogar noch Tristana. Und jetzt den Bot-Tower. Jetzt den Tower pushen. Jetzt den Tower pushen. Nice Ding. Das war jetzt mal gerade Teamarbeit vom Feinsten. Jo, und jetzt geht es sofort auf den Tower los. Und der Tower ist nicht tot. Und der Tower ist down. Zerstört. So. Ich werde die Gegend ausspähen. Ich habe 5-6-1, das ist ganz okay. Oh, Miss Fortune hat 8-1-2. Blitzcrank hat 0-1-9. Also wie gesagt, die beiden sind echt mega. Das war doch nicht der Duckface, das war der andere. Die beiden sind echt mega geile Greenmates. Die habe ich vor 2 Tagen erst kennengelernt. Oh. Die reißen echt ein Ding nach dem Finger. Das ist mega genial. Schnell, die stehen weg! Ich hab das und da stirbt auch Nemes. Da haben wir viel gemacht. Kein Problem, komm ruhig, komm ruhig. Oh, hier ist schon noch diese. Ja, schafft er nicht mehr. Und da. Ich mache ein bisschen ab hier. Aber theoretisch soll ich den Tower down kriegen, bevor irgendwie irgendwas hier reinkommt. Ne, obwohl das wird, das habe ich noch ein bisschen schwer. Jetzt wird sicherlich auftauchen. Ne? Boah, der Stun ist sowas von Hardcore. Erstatte Meldung. Tower existiert noch. Ich überlege gerade, ob ich den Tower einfach mal diven soll. Okay, gute Idee. Wenn man ein bisschen weiter weg pusht, dann ist es vielleicht eine Idee. Er hat sich jetzt bei 210. Das ist schon ganz schön heftig. Jawohl! Ich darf das Ding jetzt bekommen. Ich hab den Tower und der Tower hat mich. Ist das gut und Nase hat nichts gerafft davon. Sehr schön. Ich wollte dabei zwar nicht unbedingt sterben, aber das ist vollkommen okay. Terminiert. Und das Team, geil. So. Immer noch bis auf die Welt, so brauchen wir eine ganze Ecke davon, können wir ruhig mal ein paar kaufen. 2-1, Nasus hat. Ich weiß nicht, warum ich den Nasus habe. Irgendwer hat ja mal Nasus zu dem gesagt, dem sag ich immer Nasus. Er hat 5-5, also habe ich sogar mehr Feed als er jetzt mitunter. Ein Verbündeter wurde getötet. Okay, jetzt ist er auf der Botlane. Ich gehe natürlich runter.
Komm schon, auf, 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 ja, ja, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Drauf, drauf. Und da Schiff. Schnell! Komm schon! Boah, kann nicht sein. Die stirbt, das kannst du ja nicht. Boah, die haben ja fast eins. Der wird so staub. Oh, 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 nice. Und dann jetzt die Schiff auf. Nice. Super schön, super schön. Da hat sie falschen Distanz auf jeden Fall. Kriegst du hier noch? Kriegst du? Ja, die kriegst du noch. Super. Oh, die haben wir zum Ende noch bekommen. Super gut. Ich glaube, das war jetzt ein. Ja, ich bin gestorben und dafür sind drei Gegner gestorben. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Dann gehe ich jetzt am besten auf den Voidstaff erstmal. Dann haben wir den. Dann gehe ich noch ein bisschen auf AP, das heißt hier mit 32 AP. Da steht 24-17, 8-8 für mich. Mein Counterlane hat 5-6, das heißt ich führe jetzt bei weitem. Das Fortune ist immer noch 92 gefeedet, 173 Farm. Alter, das ist geil. Jetzt muss noch ein Teamfight ein bisschen was beweisen und das sieht gerade nicht gut aus. Oh mein Gott, alle runter! Ich werde die Gegend ausspielen! Obwohl, da brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen, der Typ weiß, wie man spielt. Da kommt Aces. Der macht dabei draußen mal auf, kann auch mal Metzger. Und der stirbt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sieht schlecht aus. Morgana gegen Blitzcrank. Blitz entkommt. Morgana, nee, Morgana geht nicht hinterher. Und der Gegner verfällt im Blutrausch. Der Teamweg war jetzt nicht so dolle. Da haben wir kurz daran gezogen. Blitzcrank konnte sich gerade noch so retten. Ja, ich hätte die Pits, glaube ich, eher platzieren müssen, dann hätte ich das vielleicht noch ein bisschen anders ausgehen lassen können, aber das habe ich nicht getan. Jetzt geht's auf Jax los. Komm, die rafft auf Jax. Jax rafft es, okay, und zu spät. Der Sieg geht auf den drauf. Erstatte Meldung. Das Team kommt, aber ich bin nicht mehr gegangen. Jugner wird zum Berserker. Links 2, 3, 4. Oh mein Gott. Meldung. Nice. Aber da renne ich nicht rein. Das war. Links 2, 3, 4. Okay, jetzt renne ich da rein. Erster Kill. Zweiter Kill. Und sie hat mich getötet. Aber ich habe meine 10 zu 10 Score wieder ausgeglichen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Leben beim nächsten Mal. Bin ich mir nicht mal ganz so squishy. Obwohl das mit Timo, naja. Ich habe jetzt im Moment, wir haben jetzt wieder mit 35% Durchführung dran. Wir haben 15 Magiedurchdringung noch mal extra, das heißt wir haben 40% Magiedurchdringung. Ah ne, das hier wird vor der Magiedurchdringung berechnet, das ist klar. Aber dann haben wir 35 und dann aber 50%. Bewaffnet und bereit! Wir werden jetzt auf jeden Fall noch auf das... Oh, Moment, ach, was umsetzen. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch auf Rabadans gehen. Dann haben wir 4 Items. User joined your channel. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich auf... das Relay Scepter gehen, damit ich nicht so oft sterbe. Boah, der Damage.
Das war knapp. Haben Sie mich gesehen? Gott. Nee, haben Sie nicht. Tristana ist im Fluss, Morgana im Fulldorf. Wir machen Baron. Und da haben wir einen Baron. Ich werde die Gegend ausspähen. Ich kann noch ein bisschen farmen, damit mein Geld momentan nicht so ganz viel hält. Und da schon der erste Punkt. Da schon der ADC. Super. Und da hat mein Gift sie noch gekillt. Nice. Sind wir bei 12-10. Das ist echt gut, das Spiel. Ich hab schon das zweite oder dritte Mal mit mir. Oh mein Gott, hau ich doch nicht zu mir! Hau ich doch nicht noch zu mir! Hau ich doch nicht noch zu mir! Ja, okay, gut. Da hat mich Elise dann gekriegt. War jetzt nicht so die ganz leichte vom Blitz, aber das passt. So, dann haben wir jetzt dieses Quan, haben wir noch ein bisschen mehr lebensfreudig unterwegs. Ein übergroßer Stapel. Ein kleiner Timo mit einem übergroßen Stapel. Ja, das wird schlecht angefangen, aber wir sind echt gut vorangekommen. Miss Fürtchen wird immer mehr gefiedelt. Ich bin jetzt mittlerweile recht stark gefiedelt. Maze versucht meinen Turm zu machen. Weil der hat absolut nicht weiter gefahren bei 300. 300 für den Aussagen und Schlag ist natürlich nicht so doll in der Nase. Er springt Jack noch an. Und ich denke mal, jetzt werden wir das Ding reißen. Nee, es ist tot, es dauert noch 30 Sekunden, bis er da ist. Elise wird gleich wegrennen. Ich werde die Gegend ausspähen. Die Frage ist, wohin? Da ist es nur in meinen Pilz gelaufen. Das war jetzt ein bisschen... Ah, da hat sie ihn umsonst. Nice. Die Spinnen vor allen Dingen... Niemand beachtet die Spinnen, weil ich sie aufgebaut habe. Ich bin erst aber niemand beachtet die Spinnen. Oh, da haben sie die. Jetzt muss sie verschwinden. Und das hat sie nicht geschafft. Das war jetzt mal eine gute Aktion fürs Gegner-Team. Da kommt Jax. Da stehen zwei Wards ziemlich sinnlos platziert. Da steht noch ein Ward. Blitzkrieg auch dabei. Ah, okay, das ist ihr Team mit Space verteidigen. Das ist natürlich jetzt nice. Können sie nichts machen. Ich hole mir jetzt hier doch wieder ein Fistquall. Ich mal die Top zu Ende, weil dann haben wir so die Chancen größer. Ich kann noch gar nicht richtig zu Pilze setzen. Die ganzen Pilze, die ich gesetzt habe, sind alle schon tot. Alle schon tot. Links 2, 3, 4. Jax hat einen Dragon gemacht. Nice. So, hier ist ein nice viel frischer Farm. So, falls ich zurückpushen möchte, will ich mal ein paar Pilze platzieren. Dann tun wir unser Movement Speed noch ein bisschen erhöhen. Ich werde die Gegend aufstehen. Unten beim Dragon ist gerade Teamfight. Das ist eine freie Bahn für den Top. Und da sterben zwei Gegner. Da sterben drei Gegner. Ne, waren nur zwei. Erstatte Meldung. Da stirbt Jax. Elise geht rein. Der Zoom macht die Doppeltötung. Jetzt kriegt... Oh, da kommt die Doppeltötung von Tristana. Und damit ist das ganze gegnerische Team ausgeschaltet. Nasus ist noch irgendwo, aber der wird mir jetzt nicht wirklich gefährlich werden.
Der Tower ist auf jeden Fall schnell. Ein Verbündeter wurde getötet. Ah, da hast du das Flammer gekillt. Blitzcrank hat Nasus gekillt und damit haben wir passendes Ass gemacht. Und da hab ich den Teleport zerstört. Wer teleportiert sich denn bitte auf so einen Turm? Der gegnerische Inhibitor wird bald wieder aufgebaut. Die können mich aber jetzt unbedingt gesehen haben. Und da stirbt der erste. Und da stirbt der zweite. Danke dem. Oh, geht das über Blitzkrieg noch bekommen. Ach, da war sie angebrannt. Da kommt Elise. Und der Gegner hat ausgeglichen. 4:1. Das Spiel ist gewonnen. Gewonnen. Jawoll. So, das war's mit Timo. Wir haben seit langem mal wieder Timo gespielt. Letztes Timo war ja nicht so. Das ist auch, glaube ich, 2 Monate her oder so. Sind wir mittlerweile schon bei Folge 18 oder so. Wenn ihr Tipps für Timo habt, immer in die Kommentare. Wenn ihr andere Gems sehen wollt, ihr müsst es ebenfalls in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß heute noch und bis zur nächsten Folge. Ciao!